Hallihallo, Hallöchen. Ich spiele hier gerade Jetpack Joyride und wie man sieht, lösen diese Laser hier nicht aus. Und das ist insofern ganz praktisch, weil ich da jetzt ewig lang weiterrennen kann. Und schauen wir einfach mal, wie weit ich komme. Zur Information, der Weltrekord ist bei 30.000. Ja. Jetzt sind so circa 5 Minuten vergangen. Die 30.000 dürfte ich bald erreicht haben. Die Laser lösen immer noch nicht aus. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß hier so ein bisschen zu warten, bis ich endlich die 30.000 erreicht habe. Das Problem ist nur, ich kann ja danach nicht irgendwie den Laser auslösen, sodass die Punktzahl dann gewertet wird. Da habe ich ja jetzt noch Zeit, mir Gedanken zu machen, wie ich das dann schaffe. Also, jetzt sind schon ein paar weitere Minuten vergangen und den Weltrekord dürfte ich jetzt haben. Naja, also mittlerweile ist es 0 Uhr, ich habe das Video um 23 Uhr angefangen und ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt diese Punktezahl speichern kann. Also, mittlerweile ist 3 Uhr nachts. Die Punktezahl ist recht hoch. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das jetzt schaffen soll, damit die Punktzahl gespeichert wird. Ja, macht auf jeden Fall Riesenspaß. Mir ist übrigens aufgefallen, dass Sektor 16 der maximale Sektor ist. Also, danach kommt nichts mehr. Naja, ist schon auf jeden Fall sehr interessant. Ich schaue jetzt einfach mal, wie lange das noch durchläuft. Mal sehen. Ja. Das kann noch etwas dauern. Naja, ich zeige euch dann einfach den Endstand, wie es dann ausgegangen ist. Ja, und ich habe tatsächlich eine 500.000 Meter geschafft. Irgendwann haben die Laser dann doch ausgelöst. Das war dann ziemlich praktisch.